So, da bin ich schon wieder. Aber diesmal rettet die Welt. Wie gesagt, der neue Patch kam rein. Borderland angeblich anscheinend jetzt Partner. Da haben wir schnell die Aufgaben gemacht von Pandora im Battle Royale Modus. Also wer da irgendeine Aufgabe braucht, guckt einfach mal bei mir im Kanal. Ihr findet da jede Aufgabe. In dem Sinne erstmal kleine Info da am Rande. So, wo waren wir hier stehen geblieben? Also, mit dem Update kamen wir jetzt rein. Die Spitzhacken. Ganz ehrlich, ich bin überlegen, ob ich die nehmen soll. Ich glaube, ich nehme die rote. Entweder rot. Rot oder hier die. Aber die mag. Ich weiß nicht. Die, also hier die Standard, die sind, weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme hier echt mal die rote. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Also, als Aufgabe haben wir einfach: Schließe einen Reiter auf den Blitzmissionen in einer 40er-Zone ab. Mehr müssen wir bei Jinx nicht machen. So, als tägliche Aufgabe habe ich Schutzbunkeraufklärung. Heißt. Gar nicht. Blödsinn. Tägliche Schutzbunker. Doch, tägliche Schutzbunkeraufklärung. Einfach die Bunker finden, aber nicht vorbeilaufen, sondern reinlaufen, weil sonst zählt es nicht. Falls wir das heute schaffen, werde ich auf jeden Fall euch genau zeigen. Das poppt dann so auf und dann wisst ihr, ah, ich habe einen gefunden. Höhlenausrottung haben wir 500 Höhlen, egal wie, egal mit wem. Also auch easy. Also rein theoretisch sind 100 V-Bucks noch möglich hier in der Runde. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, was haben wir hier? Frost Plus, Überlebende, Peter schon mal gut. Ich hoffe, wir finden auch direkt eine Lobby. Yes, sieht gut aus. Direkt mal rein in die Olga. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Und wer noch nicht abonniert hat, kann dies jetzt tun. Gewinnspiel immer aktiv. Wer wissen will, wie das mit dem Gewinnspiel abläuft, einfach in der Videobeschreibung abchecken. Da ist ein Video verlinkt, wo ich mich einmal vorstelle, weil wahrscheinlich bist du dann neu auf dem Kanal. Und wie du die 10 Euro gewinnen kannst und wie du die einlösen kannst, alles in einem Video kompakt zusammengefasst. So, dann gucken wir mal. Hier ist schon volle Action am Start. Ich stelle mal gerade die Kameraden hier stumm. Falls mich einer hört, willkommen. So. Die letzte Aufgabe kann ich aber auch sagen, da habe ich ein bisschen dran gehangen. Weil ich einfach keine vernünftigen Gruppen gefunden habe, die mit mir das Radar aufbauen. Ich habe einfach immer Pech gehabt, was das Radar betrifft. Deshalb hat das ein bisschen länger gedauert. So. Oh Gott, die haben so eilig. Aber kein Problem. Direkt hin. Dun, 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 dun. Zack. Kann nicht lange rumfackeln hier. Nee, nee. Ich will doch nur das Ding setzen. Aha. Also langsam können die anderen mir helfen. Weil ganz allein kriege ich es dann, glaube ich, doch nicht hin. Ach, hier die MP habe ich geschenkt bekommen von irgendeinem Mitspieler. Der hat mir dauernd seine Waffen hingehalten und eigentlich nehme ich die Waffen nicht an. Aber da habe ich mir gedacht, komm, jetzt musst du doch mal, wenn er so unbedingt loswerden will. Ja. Alles entspannt. Was macht er denn? Hat er schon die neue Waffe oder wie? Wo kommt denn die Musik her? Er ist das, oder? Ja, scheint so. Oder ist das der Bus? Bin hier gerade total überirritiert. Das sind Geräusche, die ich nicht kenne.
ganz entspannt. Ich frage mich gerade echt, ob das der Bus ist oder. Ich glaube, er ist das. Ach, da schmeißt ihre Stinkbomben. Unsere Prinzessin Lilifee. Wo ist eigentlich der andere Teammate? Oh, toll. Das bringt's voll. Ah, ist doch er, ist das. Mit der Waffe. Wo turnt eigentlich unser Teammate rum? Irgendwo da hinten. Was macht er denn da? Dankeschön. Habt ihr schön gemacht, Team. Hat er noch zwei Blue-Glow? Ja. So, hier mal gerade ein bisschen reparieren. Und hier mein Teammate scheint anscheinend ziemlich gut zu sein. Yo. Lex des Todes. Hä? Läuft der schon immer so? Geh mir jetzt mal nicht auf den Keks hier, Mr. Cowboy. Ah, er ist da. Gut. Dass die am Tanzen sind. Warum sind denn hier so viele Cowboys, ey? Ah, der da war eine Hexe. Ach, zwei sogar. Und wir wissen ja, Hexen sind nervig. Aber das hier sieht echt ganz entspannt aus, von daher mache ich mir keine Sorgen, dass wir die Aufgaben nicht schaffen. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Da laufen drei Stück durch, aber das kriegen wir auch noch hin. Zack. Also die Aufgabe ist halt wirklich simpel. Also das ist wieder so eine ganz simple Mission. Aber wie gesagt, es kommt eben mal drauf an, wen ihr mit in der Gruppe habt. Ich kann ja mal ganz kurz in die Lobby gehen. 75er. Dann ist man natürlich selber schwer gepusht. Weil dadurch erhöht sich ja alles. Bin halt echt froh, wenn wir dann auch mal endlich so weit sind. Aber ich finde, für einen Monat machen wir uns eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. So, lass ich mal hier die Drohnen. Gefühlt habe ich schon 300 Hüllen kaputt gemacht, sind aber erst 107. Er versteckt sich aber schön hinter der. Kann ich eigentlich den auch hier denken? Oh, wir haben ein bisschen Besuch. Keine Munition. Ah, ist jetzt eh rum. 2, 1.
Erstmal Munition herstellen in der Zeit, wo die Runde zu Ende ist. So, GG an die Gruppe. Also das war mal ganz schnell. Ich hoffe, der macht die Munition weiter. Ich sage ja, wenn ich 6 Videos hochlade für Battle Royale, muss ich natürlich auch eine Folge Rette die Welt hochladen. Auf Ehre. Ja, Roslu. Hast du schön gefarmt, hä? Beziehungsweise einfach rumgestanden. Und kriegen wir die 2 Millionen? Ne. Ja, dafür war es auch zu schnell. 1,9 hatten wir jetzt schon öfters. So, dann haben wir ja noch ein paar Lamas. Dann kriege ich jetzt noch die kleinen Lamas. 500 Tickets haben wir leider, glaube ich, noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier nämlich irgendwelche gab. Dauert aber nicht lang. So, dann haben wir das nämlich gleich. Wie gesagt, Lamas müssen wir gucken. Klein habe ich definitiv. Dann habe ich noch irgendein anderes Lama, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es so irgendwas fürs Update gab. Weil hier ist alles Mögliche reingekommen, eben wo ich gerade mal kurz Rette die Welt gestartet habe, um die Forschung gerade schnell zu machen. Man hatte eben Angst, man verliert irgendwelche Punkte. So, das war die Kiste. 90 Gold, nicht verkehrt. Überlebende EP nehme ich immer. So, Waffenlager umwandeln. Ja, die ganze Umwandlungskacke interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Stell dich auf einen Kampf ein. Das könnte hässlich werden. So, gerade beim Spind. Achso, da war ja die Klassikmusik. Das war das. Aber ich will Shop. So, 800. Nein, uns fehlen 150. So, lösen wir die mal gerade ein. Ist eh wieder nur Schrott drin. Ich weiß nicht, ob brauchen sie auch gar keine. Lieber eins, was ein bisschen besser ist. Ich meine, wenn du mal ein silbernes kriegst, ist okay, aber ansonsten sieht man ja. Mehr gibt's halt nicht. Immer ein bisschen EP und das war's dann auch schon wieder. Und irgendwie, oh, ich hätte ja schon gern, gell? Aber wir sparen. So, was war das für ein Lama? Wow, der Held. Yeah, wir sind es. So, Skizzen, 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 Skizzen. Ja. Irgendwas für in die Sammlung. Die lassen wir mal. Wieso ist die da eigentlich? Warte mal. Was gucken. Na, es ist sie ja nicht. Ich weiß nicht, ist das eine von. Weiß ich jetzt nicht. Irgendwie komisch. Auf jeden Fall habe ich es schon in der Sammlung. Ach, das lassen wir jetzt mal, nicht, dass ich da wieder irgendwas abstoße, was ich wieder 3 Tage später bereue. Weil mir irgendeiner dann in die Kommentare geschrieben hat, ah, was hast du denn da gemacht? Upgrades, was haben wir denn? Da hätte ich gerne Upgrade. Nein, erst in 10 Level. Rucksackgröße und noch nicht. Bau- und Reparaturgeschwindigkeit. Ja, das ist nie schlecht. Gerade wenn es dann doch mal kritischer wird. Ja, dann würde ich sagen, müsste es eigentlich soweit gewesen sein. Verwalten, da gibt es nichts zu tun. Überleben, verwalten. Ah, hier die 2 blauen, ich weiß auch nicht. Bin immer noch dauernd am Überlegen, ob das richtig ist, was ich hier so alles mache. Also die epischen behalte ich jetzt auf jeden Fall immer. Hier wollten wir ja gucken. Aufrüsten, begutachten, weiterentwickeln, immer hoch die Kerle. Vor allem man braucht so viel überlebenden EP, das ist echt schon abartig in Anführungszeichen. So,
Dann würde ich sagen, war es das erstmal hier mit der Folge. Wie gesagt, Jinx ist eigentlich wirklich so eine simple Aufgabe. Ganz einfach, Reiter auf dem Blitz. Mehr müsst ihr nicht machen. Falls das bei euch nicht funktioniert mit dem normalen Starten. Warte, wo war's? Datenbeschaffung. Warte, jetzt muss ich gerade selber gucken. Da ist mein Haken. Also hier der Bus. Einfach, da ist Reiter auf dem Blitz. Wenn ihr stark genug seid und es schon solo machen könnt, könnt ihr auch gerne solo probieren. Ich hatte nämlich letztens einen, der ist mir auch nachgejoint und ich so, ja, was hast du denn vor? Ja, er will mir helfen. Er war aber Level 18. Und ich musste 40er Mission machen. Da hab ich gesagt, komm, ich helfe dir. Er hat 130er Waffen gehabt, aber hängt noch im Steinwald fest. Auch das mit Level 8. Also 18. Also habe ich auch gedacht, vielleicht mal die Mission machen, könnte vielleicht weiterhelfen. So, wie gesagt, wenn ich euch irgendwie weiterhelfen konnte oder euch das gefallen hat, was ich hier gezeigt habe, gern ein Like da lassen. Haut einfach mal irgendwas in die Kommentare rein. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, gern ein Abo da lassen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.